Nein, sag es mir. Sie nennen sie Bojen, weil so viele von ihnen mit dem Gesicht nach unten im Wasser treibend gefunden werden. Wir leben in verrückten Zeiten. Wie dem auch sei, Meister Azor hatte eine öffentliche Demonstration seiner Arbeit im Kupferweg geplant. Er war so aufgeregt. Und dann am nächsten Tag hatte er sich in seinem Büro eingesperrt. Er schickte alle Besucher fort und empfing keine Patienten mehr. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist und ich wage es nicht, ihn zu fragen. Aber ich bin froh, dass sie ihm wieder erlauben, Patienten zu behandeln. Warum bist du hier? Ihre Wangen erröten hinter ihrem Vorhang aus Haaren. Das will ich nicht sagen, du wirst mich verabscheuen. Ich höre, mach dir deswegen keine Sorgen. Wenn du errötest, betont das die Farbe deiner Augen. Sie wird noch röter und lehnt den Kopf nach vorn, um ihrem Gesicht noch tiefer unter ihren Haaren zu verbergen. Die letzten Jahre waren nicht gut zu mir. Sie waren zu niemandem gut. Ich versuche es nicht persönlich zu nehmen. Ich habe meinen Mann und beide Jungs im Krieg des Heiligen verloren. Meine Tochter, das Vermächtnis nahmen sie mir, ehe sie je mein war. Ich habe irgendwie weitergemacht. Was soll man sonst tun? Ich bin in ein winziges Loch in Onras Geschenk gezogen, habe mich mit dem Flicken von Kleidung und notfalls mit Betteln durchgeschlagen. Aber ich war am Leben und die Götter wachten über mich. Damit konnte ich leben. Dann eines Tages kommt eine Adlige herein, will ein teures Kleid flicken lassen. Ein wunderschönes Ding in einem Blau, wie ich es noch nie gesehen hatte. Nur hatte ich das. Doch, ich sah es an und erinnerte mich an etwas. Ich hatte das, was man eine Erweckung nennt. Ich erinnerte mich daran, in einem anderen Leben selbst eine Adlige gewesen zu sein. Die Menschen verhätschelten mich, die Männer verhätschelten mich. Mich, das beste Essen, das wunderschönste Haus, alles, wovon man zu träumen wagen würde. Ich hatte es alles. Es war Gift, das zu wissen. All diese Dinge, die ich gehabt hatte in diesem Leben, aber nie haben würde. Es hat etwas in mir verändert. Mein Essen schmeckte nicht mehr, die Wände in meinem kleinen Zimmer schienen immer enger zu werden. Ich konnte in meinem eigenen Bett nicht mehr schlafen. Also kam ich hierher. Ansonsten wäre ich wohl in ein Gutshaus eingebrochen und hätte angefangen, Bedienstete zu befehligen. Es wirkt so albern und töricht, sich deswegen den Kopf zu zerbrechen. Das musst du mir nicht sagen, aber komme nicht darüber hinweg. Und ich fange an, mich zu fragen, haben die Götter dieses Leben für mich vorgesehen? Und wenn ja, was muss ich Schreckliches getan haben, um das zu verdienen? Sprechen wir über was anderes. Vielleicht kommst du eines Tages wieder dorthin. Wenn nicht in diesem Leben, dann in einem anderen. Vielleicht waren die Götter erzürnt über deine Maßlosigkeit. Niemand verdient es, das durchzumachen, was du durchlitten hast. Du hattest vorhin recht, man kann nichts tun, um damit zu leben. Nehmen wir mal das. Vielleicht kommst du wieder eines Tages dorthin. Das Seltsame ist nicht einmal das Beste wäre mehr gut genug für mich, glaube ich. Ich glaube, so weit muss es gekommen sein, als ich dieser Adlige war. Benimmt sich jemand von den Patienten in letzter Zeit ungewöhnlich? Nun ja, Batixa erlebt immer wieder einen Mord, den sie vor mehr als 5 Lebzeiten begangen hat. Edelmann, er hat angeblich nur eine halbe Seele. Er wurde gefunden, wie er die Gesichter anderer gesammelt hat, weil er glaubt, sein eigenes sei eben nicht das sein eigenes. Gram spricht in einer Sprache, die keiner versteht, und schreit nachts oft. Anders als sie sich sonst verhalten, meine ich. Nun ja, ich denke schon, aber nichts, wofür sie sich nicht freiwillig gemeldet haben. Meister Azu hat uns wissen lassen, dass einige Patienten aus der Notstation sich freiwillig für eine neue Therapie gemeldet haben und für die Behandlung in dieses Laboratorium geführt würden. In der Notstation behandeln wir unsere schwierigsten Fälle. Ich bin froh, dass einige von ihnen entschieden haben, sich helfen zu lassen. Seit die neue Therapie begonnen hat, scheint es dort ruhiger zu sein. Gram nehmen sie am häufigsten mit, er wehrt sich, aber er war schon immer recht wild. Kann ich die Notstation besuchen? Sie hatten die Patienten isoliert. Ich glaube nicht, dass die Wachen je einen Besuch eingelassen haben. Nun, Meister Asso. Du könntest ihn fragen, er hat sehr viel Mitgefühl. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Ich glaube, ich habe ihn heute schon gesehen. Hast du im Laboratorium nachgesehen? Es liegt direkt neben seinem Büro. Er hält sich zurzeit meistens dort auf. Das wäre dann wohl hier runter. Also, Patienten. Was kriegt denn ihr hier zu essen? Oh, Milch. Die ist hoffentlich noch frisch. Ah, je, das ist ein unschöner Ort. Ja, das wäre Asus Labor. Das hier sind wohl die Unterkünfte. Das sind Holzbretter mit Ketten an die Wand genagelt. Das ist nicht mal. Da liegt nicht mal eine Matte oder so drauf.
Ja, die Fleischkonstrukte. Das Konstrukt wäre sein Kopf, dir zum betrachtet dich argwöhnisch. Ja, hier kommt man nicht rein. Das wird wahrscheinlich dann die Nordstation sein. Hier drüben scheinen Lager zu sein, Sanatoriumswächter. Abstand halten in der Zelle da hinten sind wichtig. Es gab schon einmal Schwierigkeiten, dass jemand zu nahe kam. Oh, das brauchen wir auch noch. Wichte, die freigelassen werden könnten. Drei Dietriche hier im Sanatorium. Also ja, das Labor müsste dann das hier sein. I suppose it can't be helped. Hope that helps. Oh. Leichte Rüstung. Bleit Golan. Bleit Golan, Voice, hast du vom Fürstenjagd persönlich gesegnet sein? Ja, das könnte Sagani passen. It's no trouble. Ja, einen Dietrich können wir aufbrauchen. Streitkolben. Beschädigend. Schadensreduktionsgenauigkeit, wenn das gleiche Ziel eines Verbündeten angegriffen wird. Beschädigend. Schaden und Genauigkeit. Wie gut kann ich Streitkolben führen? Oh, ich habe zwei in leidenschaftlich. Das ist auch gut. Waffenschwerpunkt Ritter. Morgenstern, aber das ist ein Streitkolben, kein Morgenstern, oder? Wie sieht es mit dir aus, Ethea? Kannst du den rüberführen? Nö. Du kriegst ihn trotzdem mal an die Hand. Genauigkeit 43, 45. Aber halt mehr Schaden. Ja. Wir können uns auch noch hier drin umsehen. Dieser Trank strudelt und blubbert etwas. Der Kupferne dreht und Verbindungen glänzen. Das Gerät fühlt sich warm an. In diesem Tank strudelt und blubbert etwas. So, dann stellen wir mal den Kettmann zur Rede. Ein Mann mit rundem Gesicht und Halbglatze wendet sich dir zu. Seine Oberlippe wird durch seine spitze Nase leicht nach oben gezogen, wodurch seine Zähne zu sehen sind. What is the meaning of this? Was hat das zu bedeuten? Ettelmoor hat mir gesagt, du dürftest keine Experimente mehr durchführen. Ich habe gehört, dass du degradiert wurdest. Was ist geschehen? Ich suche nach einem Experten auf dem Gebiet der Erweckung. Ich habe keine Zeit, dich herumzuführen. Geh jemand anderem belästigen. Ich möchte Zugang zur Nordstation haben. Kommt nicht in Frage, diese Patienten sind nicht ohne Grund isoliert. Ich habe deine Unterlagen gesehen. Ich weiß, was du mit ihnen tust. Damit du sie zu deinen Experimenten drängen kannst, Freyol hat mir alles erzählt. Deine Stirn wirkt plötzlich so feucht. Vielleicht solltest du deinen Ungehorsam mit dem Oberwärter besprechen. Ich habe die Erlaubnis, meine Ermittlungen hier unten durchzuführen. Du sollst lieber kooperieren. Ich habe die Unterlagen gesehen. Das ist privat. Du hast nicht das Recht.
Er ballt die Fäuste und gräbt seine Zähne in seinen Zeigefinger. Ein Knurren schwellt unter seinem aufgeregten Atem und sein Gesicht legt sich in tiefe Falten. Fine. Speak to them for all the good it'll do you. I'm sure the discussions will be fascinating. Also schön, sprich mit ihnen, als würde es dir etwas nützen. Die Gespräche werden gewiss faszinierend sein. Er zieht einen schweren Schlüssel aus einer seiner Taschen und schleudert ihn fast zu Boden, ehe er ihn dir überreicht. Ich habe gehört, dass du degradiert wurdest. Was ist geschehen? Also Schnaubblüten und flasht die Zähne noch mehr. Das geht dich nichts an. Hat dich jemand dazu angestachelt? Out mehr, dieser hinterhältige, selbstgefällige Wurm. Es ist fast schief gegangen. Alles. Ich weiß nicht wie, ich werde es nie wissen. Er spuckt auf den Boden, als müsste er einen bitteren Geschmack loswerden. Edelmore hat mir gesagt, du dürftest keine Experimente mehr durchführen. Tja, nun, Edelmore hat nichts Vernünftiges mehr bewerkstelligt, seit er seine Seele in einen leblosen Gegenstand übertragen hat. Als wüsste ich nicht, warum mich das abhalten sollte. Wenn Beseeler all die Befehle ihrer Anführer befolgen würden, wo wären wir denn dann? Wir wären alle ebenso rückwärts gerichtet und willentlich ignorant wie, wie in Red Service. Wir wüssten nichts über Leben und Tod und gar über uns selbst. Wir wären verloren im Dunkeln und hätten keinen Schimmer, warum. Unser Anführer leitet uns. Ohne sie laufen wir Gefahr, vom Weg abzukommen. Wenn dieser Mann seinen eigenen Weg gehen will, dann soll er sich alleine durchschlagen, ohne die Vorzüge des Sanatoriums. Du spielst mit Dingen jenseits deiner Vorstellungskraft. Das ist gefährlich und töricht. Mir scheint, als tappen wir immer noch im Dunkeln. Es gibt doch gewiss andere Wege, bei denen man keine Leben riskieren muss. Zumindest in dem Punkt hast du recht. Es gibt gewisse Fragen, die gestellt werden müssen. Ich habe kein Interesse, darüber zu streiten. Nehmen wir mal die drei. Indeed. Many lives have been spent in such pursuits. Writing treatises and poems. But tell me this, how does one verify the truth of a poem? If some philosopher stumbled across the meaning of our existence, how would we know it from a false one? These are wasted lives. In animancy there is progress. We are measurably closer to complete understanding because of our work. And that will be true until our work is complete. In der Tat, viele haben ihr Leben mit diesen Dingen zugebracht, Abhandlungen und Gedichte geschrieben. Aber sag mir eins, wie kann man die Wahrheit eines Gedichts ergründen? Wenn ein Philosoph über die Bedeutung unserer Existenz stolpern würde, wie könnten wir ihn unter all den Irrgeleiteten erkennen? Es gibt vergeudete Leben, in der Beseelung liegt der Fortschritt. Dank unserer Arbeit sind wir dem vollständigen Verstehen unendlich viel näher gekommen. Und das gilt so lange, bis unsere Arbeit abgeschlossen ist. Who will solve Widewen's legacy? Some church? Some warrior? It will be an animancer, or it will be no one at all. Wer wird Weizmanns Vermächtnis lösen? Eine Kirche, ein Krieger? Ein Beseeler wird es lösen, oder niemand wird es tun. Hast du deine Experimente auch an anderen Versuchspersonen ausprobiert? Ja, habe ich. So zu lügen hätte keinen Sinn, nachdem Edelmoor nun beteiligt ist. Ich habe unter unseren Patienten Freiwillige gesucht und einige mutige Seelen haben sich gemeldet. Ich stand kurz vor dem Durchbruch, das wussten sie. Sie wussten, dass ihr Opfer etwas bedeuten würde. Leb wohl. So. Freyol hat erwähnt, dass Catman Edo der Einzige sei, der Zugang zur Nordstation hat. Ich habe von Azo den Schlüssel zur Nordstation erhalten. Er hat ihn nur widerwillig herausgerückt. Ja. Machen wir wieder ein Quicksave hier. Ist das mein Gesicht? Sag es mir. Das müsste dann wohl Edelmann sein, ja. Gram. Dieser Mann macht den Eindruck eines gejagten Tieres, als er sich näher stolpert rückwärts in die entlegenste Ecke seiner Zelle. Fast wirkt es, als würde er die Wände erklimmen, wenn er dadurch von dir entkommen könnte. Er schreit, ein bizarrer Urlaut, der wie du ihn noch nie gehört hast. Okay, mit dem reden wir erstmal noch nicht. These poor people. This isn't the treatment that they were promised upstairs by the cushioned seats and lush carpets. Die armen Leute, das ist nicht gerade die Behandlung, die man ihnen oben bei den
Polsterkissen und üppigen Teppichen versprochen hat. Is that the cure for soul sickness? To be thrown into a cell and subjected to the whims of your captor? Ist das das Heilmittel für Seelenkrankheit, in eine Zelle geworfen und den Launen deines Geiselnehmers ausgesetzt werden?